An der Suppenfabrik, 11.07 Uhr. Right. Let's see if we can find out who's been over-seasoning the soup in this place. LAPD. Who owns this factory, ma'am? Mr. Parnell. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. If you must. Wir lassen dich nicht alleine losziehen und ihn warnen. You just wanted a follower, didn't you? You sly dog. I must apologize for my partner's roving eye. He hates saying goodbye, but he loves watching them leave. Give it a rest, Roy. If you could show these men in to see Mr. Parnell, Doris. They're from the LAPD. Dieser Kerl ist so unlustig und nervig. Es ist echt schrecklich. Na gut. What is going on? LAPD. Sit tight, fatso. You could be in very serious trouble. Warum muss man die Leute immer gleich beleidigen, Mensch? Eben. Take a seat, gentlemen. I'm sure we can sort this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 cans, all sealed up tight with your label on them. Can I get a list of your employees? Of course. We have nothing to hide. Doris? Can you bring me in the current employee listing? Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. Was ist das denn für eine? Na gut, schauen wir mal rein. Any name on that list that rings a bell? Können wir mal ganz kurz... Ich würde gerne mal in meine Notizen schauen, denn ich weiß nicht mehr, wie dieser Typ hieß, der aus Tijuana angeliefert hat. Vielleicht steht der ja mit drin. Gut, blättern wir erstmal. Vielleicht haben wir auch hier... Warum gibt es eigentlich so viele ohne Adresse? Ich tippe mal irgendjemanden an. Oh, gibt es hier irgendjemanden, dessen Name mir bekannt vorkommt? Ich weiß es doch nicht. Nicht so wirklich. Die Adressen sagen mir auch nichts. Ja, ich würde halt, wie gesagt, gern mal in meinen Dingens schauen. Haben wir vielleicht im Protokoll was drin stehen? Denn wir waren ja vorhin erst... Warte mal... Suppenfabrik untersuchen. So, hier oben müsste es doch eigentlich EJ... Ach, da stand bloß EJ da, okay. Hm, da können wir doch vielleicht mal schauen, ob wir jemanden mit EJ finden. Gut. Da haben wir bloß einen Ezequiel Aquilar und einen Elisio Penna. Die passen beide nicht. Komm mal zurück kurz, bitte. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der richtige Anhaltspunkt ist, aber ich hab's nicht so mit Namen, deswegen... nee. Kann ich denn irgendwie... mal zublättern. Ah, okay, ich kann auch blättern, zumachen und dann... Ich kann trotzdem nicht mein Notizbuch anschauen. Das ist scheiße. Ah, jetzt? Nee. Das nervt gerade ein bisschen. Ich würde gerne einfach mal in mein Notizbuch schauen. Ach gut, ich kann es ja hier theoretisch machen, ne? Haben wir denn hier irgendwas mit stehen? Da steht auch bloß EJ. Na gut, aber dieses... Masankai haben wir noch. Vielleicht können wir da noch was finden. Vielleicht heißt jemand so. So, schauen wir nochmal ins Buch rein. Jemand, der Masankai mit Nachnamen heißt. Andere Ideen habe ich gerade nicht, ehrlich gesagt. So, aber ich sehe auch niemanden. Ich glaube, der Name wäre mir auch aufgefallen, wenn der irgendwo gestanden hätte gerade. Vielleicht ist es auch ein... Du sollst nicht irgendwas antippen, du sollst umblättern. Vielleicht ist es auch gar kein Nachname, sondern ein Ort oder sowas. Also jemanden mit dem Namen Masankai sehe ich nicht. Schauen wir nochmal bei den Adressen. Ah, hier, Tijuana! Ist das vielleicht was? Ich weiß es nicht. Tippen wir das mal an? Nö. Ist auch bloß Playas de Tijuana.
Also der Platz von Tijuana, wenn ich das richtig verstehe. Na gut, hätte ja sein können. Ach Mann. Ich dachte, ich hätte was. Was hier arbeitet einer, der in San Marino wohnt? Der hat's aber weit. Aber ich bin gerade ein bisschen genervt von dem Kram hier, weil das... Ja... Hier haben wir auch schon wieder jemanden mit Pleis in Tijuana. Herr Castillo. Jorge Garcia Cruz, ist er verwandt mit unserem Herrn? This is familiar. 1452 North Las Palmas. A Jorge Garcia Cruz. Jorge. Schön, dass wir doch noch jemanden gefunden haben. Das ist doch ein Traum. Mensch, das war eine schwere Geburt. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, um das zu sehen, aber mal ehrlich, du hast zwei Doppelseiten, die voll sind mit Namen und sollst dann irgendwo was finden, was so ähnlich ist wie einer, dem du schon mal begegnet bist. Naja. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. Ja. soll ich jetzt... Warte mal, wir haben noch die Dosen hier mit stehen. Suppendose, genau. Soll ich das jetzt nochmal anführen? Ich meine, wir haben ihm das schon gesagt, ne? Aber wir können ja mal auf Lüge gehen und mal schauen, ob wir das dann anbringen können, was er da wieder erzählt, Cole. Ich meine, manchmal machen sie ja da ganz abstruse Sachen, die da aufgeführt werden. You're being economical with the truth, Parnell. You, can't keep the business afloat, so you've turned to dope. Would you like to prove that I'm involved in this scam? I'm a legitimate businessman. Ja, die Dosen, die sind verschlossen hier, also muss es ja irgendwie aus deinem Dingens sein, Mensch. Ich mach das jetzt einfach. Wahrscheinlich wollt ihr einfach nur, dass ich anzweifle, aber ist mir jetzt auch egal. I want to get to the bottom of this just as much as you do. You should try being civil and working with me. Bleib mal schön ruhig, halt mal einen Ball flach, ja? Ah, jetzt kommt Fabrik... naja, egal. The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. Dann gehen wir jetzt halt mal auf Anzweifeln. Wahrscheinlich hätte ich vorher auch einfach auf Anzweifeln gehen sollen, das ist... naja. Tell me what I want to know, Parnell, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. You're hiding something. Am I right in thinking you would not want to pursue misdemeanors outside your drug case? Depending on what you call a misdemeanor, we might be prepared to turn a blind eye. The truth is, I employ a lot of illegals. No one wants to do menial work anymore. Most of my factory staff are wetbacks. The local blacks and Chicanos all want jobs in the aircraft factories. Presumably because the pay is a lot better. Ja, wahrscheinlich müsstest du ein bisschen besser bezahlen. Vielleicht könnte das helfen. Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all. Sollen wir mal wieder auf Anzweifeln gehen? Mensch, Junge, sei doch mal ein bisschen ehrlicher mit mir. That's funny, Parnell. He has the same address as his brother Juan, who we shot dead less than an hour ago. You better give me something. Look, I'm not involved in this. I'm getting enough grief from Washington. There's an investigation going on into profiteering. Like a guy shouldn't be able to turn a buck while the war is on. I'm sure thousands of dead Marines sleep soundly knowing that you did okay. Dieser Kerl stellt sich als das arme Opfer hin, ne? Obwohl hier ein Ding nach dem anderen hat, was irgendwie illegal ist. Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. Ja, könnte stimmen. Ich will mal ganz kurz in die Intuition schauen. Fast 100% haben die richtige Antwort gewählt, nachdem sie einen Intuitionspunkt eingesetzt haben. Okay, interesting. Oh, ich wollte nicht dahin gehen, ich wollte eigentlich wieder zurückgehen. Ich bin aber zu faul, einen Intuitionspunkt einzusetzen, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob der mit drin steckt, aber ich glaube ihm mal... Ach komm, ich glaube ihm mal. Wir müssen ja nicht... Also ich meine, wahrscheinlich wird bisher alles anzweifeln gewesen sein. Dann ist vielleicht wenigstens die letzte hier eine Wahrheit. Keine Ahnung. Wobei, wenn ich wieder nach dem Prinzip vorgehe, wenn ich die Wahrheit drücke und es die Lüge ist, erfahre ich nichts, dann müsste ich eigentlich auf anzweifeln gehen, ne? Zweifeln wir eben an. Auch egal. You're being made a patsy by a dope ring, Parnell. And you're happy to sit here and let it happen.
You want my help? I said I'd help. You want to call me names? You can go fuck yourself. Du wurdest nicht beschimpft. We'd like to take a look around the factory floor, Mr. Parnell. I hope we won't have to shut down the line. No, nothing like that. Thank you. I'm grateful for that. I'll show you around myself. Gut, wir haben jetzt auch nichts dadurch verloren, dass das jetzt am Ende falsch war, aber... I hate seeing how things are made. Naja. This is gonna be like that time I went to the slaughterhouse and couldn't eat steak for a week. Ich mag diese Befragungen einfach nicht. Das wird sich nie ändern. Auch wenn es manchmal funktioniert, aber ich finde das System einfach blöd. Gut, schauen wir mal, wo der Fall uns hinführt. Ich habe ihn eigentlich gar nicht beleidigt. Ich weiß gar nicht, was er jetzt wollte. Egal. Ist denn Juan vielleicht auch da? Ja, schön. Das interessiert mich nicht. Ich will keinen Rundgang. Ich will zu diesem Juan. Jorge. Wie auch immer. Dem anderen halt. Dem Bruder. Why don't you keep quiet? I learned something. Oh, good God. This really is turning into some nightmare school trip flashback. So, kommen wir dann auch irgendwann mal an? Ich weiß es nicht. Ja, bitte? This is the hopper, which boils and purees the vegetables. The other hopper is for the pasta. This way, please. You're loving this. Aren't you, Phelps? Nein, ganz sicher nicht. The soup is ladled automatically into cans. Next stage is labeling. I'd like to see the packing and dispatch area, if you don't mind. Sure. It's over here. Follow me. Lauf, kleiner Dickmops, lauf! This is one of our dispatchers. Sergio, right? Yes, sir. These men are from the LAPD. Sergio here records our outgoing deliveries. They all go in the book. Just there, on the desk. Okay, dann schauen wir mal in das Buch rein. Bist du dann fertig oder willst du uns noch irgendwas... Wahrscheinlich nicht. Wir schauen mal hier rein. We're looking for repeat business in large amounts, Cole. Ja. Hier ist öfter mal... Oh, der 20th Century Market kommt hier vor. What's going on, Parnell? There's enough soup going to this place every day to feed a company of Marines. What are you talking about? Was weißt du überhaupt über die Vorgänge in deiner Fabrik hier, hä? Na gut, sprechen wir mal mit dem Kollegen. Can I have a look at that coin? Sure, why not? Ein Silberstück? Silver dollar, right? Yeah, that's right. The markings on it say it's been taken out of circulation. Maybe. I'm not trying to buy anything with it. I like it. Brings me luck. Ja, scheint vielen Glück zu bringen, so ein Silberdollar, hm? Gut, soll ich jetzt irgendwas mit dem machen? Ich meine, warum kann ich den mir nochmal anschauen? Na gut, egal. Wird schon passen. Los geht die Befragung. Do you have access to the canning area? I do. But I keep to my station. Loading and unloading. Don't care much for soup. Selbes Prinzip wie vorhin, wenn ich auf Wahrheit gehe und mir was entgeht, dann verliere ich mehr, als wenn ich jetzt auf Anzweifeln gehe und es die Wahrheit ist. Also ich mache das mal wieder so. Sergio, if you don't give me something, I'm gonna go to Immigration Services and have you deported. You get a shipment once every 2 weeks. Ernesto does the driving. I don't know his full name. It's delivered here at night, or he gets it canned up. From here, it gets sent all over the country. Aha, gut zu wissen. What do you know about the 20th century market? Nada. I get the orders from upstairs. I send the goods where I'm told. And you don't know Juan Garcia Cruz? No. Not me. Natürlich nicht. Juan Garcia Cruz is dead, lunkhead. Ah, jetzt hätte ich wahrscheinlich den Silberdollar nehmen sollen. Das war zu voreilig. Ärgerlich. I'm just a dispatcher. Juan was crazy. Udo loved guns.
That's it for now, Sergio. If we need to speak to you again, we'll put in a call to Mr. Parnell. If you have to, I guess. We will be in touch, Mr. Parnell. It is imperative that things appear as normal here. Keep an eye on Sergio in case he gets tempted to blow the whistle. Thanks. I'll do that. You're going to overlook my little immigration problem, aren't you? Yeah, yeah. Cheer up, fatso. We're going to let you go on squeezing these poor saps a little while longer. Well, until some commie union types infiltrate this place. Ach, können wir jetzt endlich herausgehen? Mir geht der Krach auf den Keks gerade. I am glad to be out of that place. Oh, ich auch. I never knew fresh vegetables could smell so bad. Das war ziemlich laut da drin. Und ich habe schon wieder überhaupt keine Lust mehr auf weitere Befragungen. Wo haben wir denn die Karre, mit der ich hier vorhin angekommen bin? Die hat mir gut gefallen. Ah, da drüben. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, sollten wir mal auf dem 20th Century Market vorbeischauen. Und wir haben zumindest einen Vornamen, nämlich Ernesto. Weiß ich nicht, ob der mir das nützen wird. Ja, ich gebe zu, das war jetzt gerade... Warum ist die noch offen? How many years have you für später wahrscheinlich. More years than I want to own up to, Phelps. You have any idea who Rojas was talking about? The gringo runs the operation? Could be anybody. You don't expect those morons to be running the show, do you? You ask Rojas how much a silver dollar was worth, he'd probably say 50 cents. Gut, seid ihr fertig? Okay. Ja, bei dem mit dem Silberdollar, das hat mich jetzt gerade ein bisschen geärgert bei der letzten. Da war ich ein bisschen sehr vorschnell, denn es ist naheliegend, dass ich wahrscheinlicherweise den Silberdollar hätte aufführen müssen, um dann die Verbindung zu dem Juan Garcia, wie auch immer, Cruz, genau, Juan Garcia Cruz herstellen zu können. Aber letztendlich ist es eigentlich für den Erfolg des Falls völlig egal gewesen, weil der Typ ja von sich aus zugegeben hat, dass er den kennt. Von daher, scheiß drauf, ist mir Wurst, ist mir doch völlig egal. Mir geht's nur darum, den Fall zu lösen, nicht darum, besonders gut abzuschneiden, ganz ehrlich. Weg! Ich bin hier. Kann ich auch. So, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Jetzt also der Markt. Hier wird wahrscheinlicherweise irgendein Abnehmer zumindest rumlungern, denke ich mal, oder? 20th Century Market, 11:35 Uhr. Sit tight. Let's take a look at what's going on. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. Car 11 King, go ahead. I'm requesting assistance in a B-Wagon at 20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. 11K, roger. Okay. Cavalry should be here any minute. LAPD, nobody move! I'll take my chances. Das war jetzt verdammt überraschend und es war was ganz Neues, dass mal einer wegrennt. Was denkst du, wie groß deine Chancen sind? Ach Gott, der kommt ja gar nicht weit, der Kerl. Jedes Mal dasselbe Spiel. Whatever you're carrying, hand it over. Ein bisschen Gras. I'd say he's got about half a can left. I guess that makes me a pessimist. You can't take me in. Take you in? Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your head. I want information. Señor, I would like to help you, but I got a family in Mexico I have to provide for. And my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. Ein weiterer Silberdollar. I need Ray to run down these silver dollars. I need to make a deal. I need guarantees. You have identification?
Na, immerhin. Das ist ja schon mal was. Mexikanischer Pass? Sanchez Erto, Mexican, Tijuana Address. Natürlich, wo sonst? Komm, das Geld nehmen wir. Nein, ansonsten ist ja nichts, okay? Gut, ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder eine ausgedehnte Befragung. Ich habe nämlich gerade wirklich keine Lust auf Befragungen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Here's the deal, Erto. You give me information and I won't give you to immigration. Na gut. Ach, EJ könnte Ernesto sein übrigens, fällt mir gerade so auf. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do. Na, aber natürlich. Muss ich jetzt die Verbindung zu dem Silberdollar herstellen oder wie soll ich das machen? Ich denke mal, oder? Könnte bald sein. Wir probieren mal mit Lüge und mal schauen, was Cole sagt. Tell me the goddamn truth. You are in this with the others. I told you I know them. I told you my family is at risk. What makes me part of their gang? Dein Silberdollar. So, wollen wir es diesmal wenigstens nehmen, wenn ich es schon beim letzten Mal nicht gemacht habe. You have a silver dollar, Erto, just like Juan. I'm sure Ernesto and the rest have them as well. The silver dollars are his mark. Whose? Give me a name. None of us are allowed to see him. His creatures carry his orders to us. If I gave you his name, I would be buried alongside my wife and children. If you don't give us something, you will rot in jail while your family starves on the street. Ernesto Juarez, tonight at 1 a.m. He's bringing the truck into the soup factory. Please help me, sir. Ernesto can be very cruel. Haben die gerade creatures als englisches Wort genommen für Handlanger? Das ist ja auch interessant. Okay, da haben wir jetzt endlich schon mal einen Namen für EJ. Das ist ja schon mal ganz schön, muss ich sagen. Tell me about the soup cans. The soup is very popular, as you can see. Ach Leute, Mensch. I think you're the connection on the Mexican side. I think you're more than you like to make out. So now I'm the big man in this? Wie ist er denn jetzt darauf gekommen? Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass die Suppendosen mit dem Zeug angefüllt sind. Das hatte doch jetzt gar nichts damit zu tun. If you don't ask, you never find out. Ach, ich liebe diesen Satz. Es ist so schwachsinnig. Okay, ich nehme mal an, zweifeln. Vielleicht wollen die auch irgendwas anderes, aber ich fand das jetzt irgendwie komisch, die Anschuldigung wieder von Cole, wenn man auf Lüge geht. The real funny wise guy. Nee, ist okay, gut. You wanna try saying that again with no teeth? I get a delivery at 7:30 every other day from the factory. Jorge organizes everything. We know about Jorge and Juan. Juan is dead. Tell us how you know the Cruz boys. Ernesto put together this thing. He brought in Juan, Juan brought in Jorge. Ja, kann sein. Von mir aus. Continue. I was already here. Ernesto knows I'm illegal, so he threatened to report me if I didn't help. And the money is good. The gringos and the gringas, they love the reefer. And I didn't want to have to leave and start again in San Francisco. You're breaking my heart. You're under arrest, Erto. I'll speak to the DA and see if he will agree to not seize your assets or deport you. That's the best I can do.